Willkommen zu Mario Kart 8 Deluxe. Und heute BWDC im U-Boot. Ich wollte zwar nicht genug Größe zum Aufnehmen. Ja, und der PC sagt nee. Und die Ruhefeile ja. Kann ich nicht aufnehmen. Es war um 13 Uhr so. Mittlerweile haben wir es jetzt 22.24 Uhr. Ich das hier aufnehme. Und ja, ich war heute weg, im Vatertag. Ich noch essen. Und da war ich halt okay, nicht spektakuläres jetzt, aber ja, vielleicht wieder mal, wenn man es interessiert. Es war halt dort, ja, waren wir halt drin, in dem Restaurant, sind dann draußen gesessen und dann haben wir, das ist mir der Kellner noch auf einen Tisch gefragt, da haben sie Tisch gegeben. Und sie haben gesagt, einen Tisch gesagt. Okay, das ist alles nicht so spektakulär. Auf jeden Fall, wir bestellen jetzt Getränke. Passt alles noch. Wir bestellen uns das Essen. Die Getränke sind dabei angekommen. Und haben wir Essen bestellt. Die dann ist zumindest mal hineinlassen, dass wir mal. Aber das von einer wirklich Freundin angekommen. Und dann ist das so gewesen, wir waren jetzt an einem Tisch, ist nichts passiert, und das erste Mal haben sie vergessen. Okay. Auf jeden Fall. Und dann, was dann war, rüber hingegangen. Im nächsten Rennen. Und ich bin Erster geworden. Okay, ich kann noch erzählen oder nicht? Nee, im nächsten Rennen geht's weiter. Warum sind denn nur Amerikaner? USA? Auf jeden Fall. Mutter hat dann das Essen gewartet, okay. Und ja, das ist dann wirklich angekommen. Wir haben noch gewartet, dann haben wir gegessen. Auf jeden Fall so eine Salami-Pizza bestellt. Mein Vater Spare-Ribs. Dann die beide von meiner Mutter mit Sander, auf eine serbische Art. Und meine Mutter backt in den Salat. Okay, bis jetzt noch nichts Außergewöhnliches. Auf jeden Fall, wir waren dann auf dem Tisch. Und dabei setzen sich zwei andere Leute hin. Ein Mann und eine Frau. Und wir stellen dabei zum Trinken. Okay, eine Freundin von meiner Mutter sagt zum Kellner, dass das Essen nicht angekommen ist. Auf jeden Fall dann die Diskussion darüber. Okay, der Kellner bringt, sagt, bestellen ist schon gewählt, ja. Also der hat das schon bestellt, hat er noch gesagt, bestellt habe ich schon. Okay, dann geht er hin, bringt uns das Essen und sagt, dass der Kellner blind war, sagt, der Kollege war blind. Okay, gut, kann mal passieren. Und dann am Nebentisch, die bestellen Essen, ein Schnitzel, und sie irgendwas Kartoffeln, keine Ahnung, mit Fleisch oder sowas. Ich weiß jetzt nicht genau, was da drauf war. Und meine Mutter guckt dann drüber
Okay, ich drehe mich um. Und sitzen die beiden da, nichts ahnend. Er isst ein Schnitzel und sie beißt einmal hier Essen rein, kaut das, schluckt das runter, nimmt noch ein paar Bissen, kaut ja und dann regt sie sich auf nach der Hälfte, dass ihr das Essen nicht schmeckt. Ja, mitten nach der Hälfte ist auf jeden Fall mal klar. Nach der Hälfte. Nicht, dass man das dann einfach weiter isst, wenn man hier schon die Hälfte gegessen hat und dann reklamiert und dann bestellt sie sich ein Schnitzel und gibt einfach die Hälfte ab. Ich meine, dann esse ich doch wenigstens das Ganze, oder? Na gut. Dann eben nicht. Auf jeden Fall. Sie gibt ihrem Mann die Hälfte vom Schnitzel und schneidet das zur Hälfte, gibt die Hälfte ab. Der ist ja auf die Hälfte. Und nicht, dass sie dann das Ganze ist. Nein, weil sie hat ja schon eine halbe Portion gegessen. Und da muss ja die halbe Portion weggeschmissen werden. Und das geht erstmal gar nicht. Okay. Davon halte ich nicht zu viel vom Wegschmeißen. Da gebe ich das lieber einer anderen Person. Weil Essen, warum soll das ein Angestellter essen? Der wird ja gar keinen Hunger haben. Und von dem vielen Essen dort werden wir auch keinen Hunger bekommen. Wir sehen das ja fast jeden Tag. Also, ich bitte euch. Dann kommt man hier mit sowas. Naja. Was willst du machen? Bestellt es sich noch ein Portion Eis? Okay, wir haben uns auch Eis bestellt. Also was weiß Eismarinenknödel von der Mutter, Frau da. Hat so ein Eisbecher, so ein Fruchtbecher. Und von meiner Mutter auch. Und ich habe noch einen Wollhelm bestellt. Als man okay, das war's mal und dann sieht so aus, bestellt sich das auch, isst erst einmal ein bisschen, drei Viertel und gibt dann wieder die Hälfte weg. Ich meine, was ist los mit der? Ja, ich verstehe sie nicht. Aber gut, was willst du machen? Man kann es halt nicht jedem recht machen. War das halt so. Es war der Sonntag bei mir. Vatertag. Und ja. Auf jeden Fall mal was. Auf jeden Fall, naja, die wird halt mehr Geschmack haben. Wie viele Leute das Essen dort mögen. Also, warum meckert sie dann herum? Aber ist egal, ein zweiter Platz wird. Ja, das ist jetzt auch wieder eine Sache, oder? Und jetzt hier, was das in Ordnung ist, einfach die Hälfte essen, nur damit man mehr bekommt. Oder was ist eure Meinung dazu? Man sagt jetzt nicht genau, die Hälfte essen,
Echt ein, zwei bisschen weniger. Ich meine, es ist mir wirklich schmeckt mich auch öfter. Ich kann da jetzt auch nicht viel sagen. Dazu kann ich nicht viel sagen. Ich bin da doch öfter. Da gibt es auch ein paar Abfahrt. Größeren kann man so spazieren gehen. Dann gibt es dort ein paar kleinere Spielplätze. Und ja, kann man halt dort machen. Kann man dorthin gehen. Bei den kleineren Spielplätzen dort sollte man ein bisschen Eindruck aufnehmen. Dort ist, kann man sogar gratis rein. Ist echt interessant dort. Da ich auch schon einen Abonnenten von mir. Jetzt frage ich mich ja, weil ich bin nicht, weil ich mit dem komme ja gar nicht. Das heißt genau mit dem ich gerade. Ja, ich kann jetzt sagen, ich war auch dort, ich war zur selben Zeit wie du. Ja, das kann sein, ist unwahrscheinlich. Kann aber sein, Carbon. Bild. Okay, das kann sein, ist sehr unwahrscheinlich. Okay. Okay, dann sehe ich schon, dass ich mit Mario Kart 8.